Hallihallo, meine lieben Ritter, und herzlich willkommen zurück zu Darksiders. Ich würde mal sagen, wir halten uns hier nicht lange an irgendwelchen Truhen auf, die wir nicht erreichen können. Sondern, jetzt muss ich aber noch mal gucken. So, wo müssen wir jetzt als nächstes hin? Da drüben in der Wüste ist auch noch was. Okay, wo genau ist das? Also, müssen wir mal Wulgrim nochmal fragen. So. Ja, wir sind schon da. In der Ecke. Das ist die trockene Straße. Das Ascheland. Also das muss hier irgendwo sein, dieses Ding. Gut. Dann gucke ich einfach mal da hinten raus. Vielleicht ist das ja da. Also dieses Schwertstück, ne? Wir müssen ja die Schwertstücke suchen und das Ding wieder zusammenschmieden. So, jetzt werde ich mal hier gucken. Aha, hier drüben ist das, genau. Uiuiui, das ist ein Riesenteil hier. Hier sind noch einige Artefakte, aber das machen wir dann mal ganz zum Schluss. Also, wir müssen jetzt erstmal hier rüber zu diesen Dingens. So. Gucken, ob wir da jetzt irgendwie hinkommen. So, hier, da oben muss das irgendwie sein. Okay, das sieht so aus, als ob wir hier gleich... So. Aha. Nun, gut. Jetzt brauchen wir erstmal eine Bombe. Ist da oben eine Bombe? Ja, dann würde ich mir die ranholen, wenn das dann geht. Ach nee, das ist so ein Schwingding. Ein Schwingding ist das. Ah, wo haben wir denn hier Bomben? Hier unten ist bestimmt... Okay, wo geht's denn hier noch lang? Hä? Was war das? Okay, hier ist auch nochmal so ein... rotes Etwas. Aber keine... warte mal, hier ist Feuer. Hier ist Feuer. Dann müsste er hier irgendwo... Aber was Bombiges sein. Oder bin ich jetzt blöd? Ich finde es doof, dass ich nicht alles auf einmal ausgerüstet haben kann. Ich werde mal den Teleporter mal wegrüsten. So. Ich brauche ja irgendein Ziel. Nee, nee, so funktioniert das nicht. Haben wir hier an der Decke irgendeine Bombe? Nee, auch nicht. Okay. Nun. Wie kommen wir dann weiter? Kette komme ich. Nee, nee, da komme ich nicht ran. Ach so, das wuchert da rein. Also das ist dieselben roten Kristalle. Ich nenne sie jetzt mal als Kristalle. Aber wie komme ich da ran? Also, wie kann ich sie kaputt machen? Hier unten vielleicht noch was? Ich gucke mal kurz, ob hier irgendwas ist. Nee, aber das ist doch schon wieder viel zu weit weg. Hm.
Nun gut, dann müssen wir das hier irgendwie lösen. Aber okay, hier ist Feuer, aber wir haben keine Bombe. Wir brauchen Bomben. Warte mal. Aha. Okay, die Schattensicht. Da ist jetzt was gewachsen. Okay, kann ich die anderen Gegenstände auch mit ausrüsten? Das ist sehr gut. Hallo? Hä? Was? Jetzt ist es wieder weg. Mir mal irgendeine Bombe. So. Die ist jetzt aber noch real, genau. Aha. Naja, perfekt. So, jetzt können wir auch hier weiter. Okay. Das Ding über uns ist verschwunden. Aha. Oder bin ich noch im Schattenmodus? Nee, nee. So, jetzt ist es wieder da. Sehr schön. War hier noch was? Nö. Gut, dann nehmen wir das hier jetzt mit. So, genau. So, ein weiteres Teil. Bruchstück der Armageddon-Klinge, genau, die war das. So, jetzt müssen wir erstmal wieder zurück zu Wulfrim. Ansonsten können wir ja hier nicht weg. Ups, so. So, als nächstes müssen wir da weiter unten hin. Das war hier trockene Straße. So. Schade, dass man das immer wieder ablatschen muss. Würde schneller gehen, wenn wir einfach nur teleportiert werden würden, sollten. Geht's denn jetzt hier weiter? Soll ich bis da unten jetzt flattern? Geht das? Ja, okay. Hätte funktioniert. Warum hängen hier die Symbole von ihm? Er ist doch gar nicht hier. So. Jetzt sind wir hier in dieser blöden Höhle. Hui! Ich sehe es schon auf der Karte. Müssen wir noch irgendwie da hochkommen. Oh! Dies ist kein Hinterhalt, Reiter. Ich bin allein. Ich, Uriel von der Höllenwache, Meisterin der Weißen Stadt, rufe dich, Reiter, zum Next Sacramentum. Narren.
Vor dem Schöpfer beanspruche ich dein Leben. Willst du auch dieses Gesetz entehren? Warum? Weil Abaddon sagte, dass du Ehre verstehst. Und weil er der Beste von uns war. Der Todesschwur kann nicht gebrochen werden, bis einer durch die Hand des anderen fällt. Ich nehme an. Wie jetzt? Was? Wo? Habe ich irgendwas verpasst? So. Aha, jetzt packt sie das lange Schwert aus. Aua. Eieieiei. Lass das, das ist unfair. Ey, du blöde Kuh. Ah! Hilfe! Haha! Ah, Mann, ey. Das wirkt bei ihr gar nicht. Ah, Fledervieh. Nö, eigentlich nicht. Oh, sehr schön. So, wir bringen das jetzt hier zu Ende, ja. Aua. So, die muss ja hier gleich mal fertig sein. Ach, ich habe keinen Spawn. Aha. In die Wand. Ja. Ja. Worauf wartest du noch? Mach dieses Weib kalt. Krieg! Wage es ja nicht wegzugehen! Das Nexsakramentum ist mein. Ich entscheide, wann der Engel stirbt. Nicht du. Du hast einen Eid geschworen. Abaddon ist der Zerstörer. Lügner! Um dich zu schützen, hat er die Wahrheit vor dir verborgen. Du hast versprochen, deinem Herrn in die Hölle zu folgen, ohne zu wissen, was dich erwartet. Oder was aus ihm werden könnte. Abaddon? Er wurde betrogen und wurde zum Feind der gesamten Schöpfung. Ich war beim Baum. Seine Gabe war die Wahrheit. Und jetzt teile ich sie mit dir. Denk an den Todesschwur. Schon bald muss er erfüllt werden. Okay. Haben wir sie nicht beseitigt? Naja. Eigentlich wollte ich ja auch hier hin. Ist die Kiste hier schon? Ach, hier ist es ja schon. Das ist ja einfach. Ist ja gar keine Kiste. So. Genau. So, darüber kommen wir aber noch nicht. Nee. Nee.
Nee, gut, dann gehen wir erstmal wieder zu Ulrim und suchen das nächste Stückchen. Ah, uiuiui, ganz knapp, ganz knapp. So, wir müssen jetzt nach da drüben rechts in das Grüne. Kann ich bei dir eigentlich noch was shoppen gehen? Nee, ich habe gar nichts, okay. Ich habe gar nichts. Das ist hier ein nicht erkundetes Gebiet. Was? Was? Was fehlt mir denn da denn? Hä? Kann das sein? Zwielichtkathedrale. Ist das der Friedhof, dass wir da einfach seine Position nicht gefunden haben? Da gucke ich mal, ob wir die nicht noch finden können. Weil das wäre ja blöd, wenn das angezeigt wird, aber wir da nicht hinkommen, weil wir halt seine Position nicht freigeschaltet haben. Da muss ich mal gleich gucken. So. Jetzt sind wir erstmal bei der eingestürzten Treppe. Was war das denn jetzt nochmal? Ach, leck mich. Nee, wo muss ich hin? Das hier ganz am Anfang, oder? Wo ist das? Ey, lass das. Ich habe jetzt keinen Bock mit dir zu kämpfen. Wo ist das denn? Ach, das ist dieses große Gebiet hier. Da oben ist das, okay. Dann müssen wir in dieses Haus rein. Hier. Ach, Mensch. Ist jetzt mal gut hier. Eine Güte. Der Schwertträger kommt. Ja, lass mich. So. Ich habe jetzt keine Lust, mich hier mit euch abzugeben. Schade, dass man nicht ein bisschen schneller fliegen kann. Aber nun gut, man kann ja nicht alles haben. So. Okay, ich bin gleich da. Ich muss nur mich die Engel hier mal in Ruhe lassen. So, da oben ist es. Ich hab's schon gesehen. Ich hab's schon gesehen. Da ist es. Da glänzt es schon. So. So, noch drei Stück. Komme ich denn von hier? Ja, ja, ich weiß. Komme ich dann von hier aus auch in dieses grüne etwas rein? Oder von wo muss ich da? Ah, da muss ich bestimmt von der Zentrale, ich nenne sie jetzt einfach mal hier aus dem Zentrum, da wo wir Samael die Herzen gegeben haben, muss ich bestimmt darüber flattern, oder? Ey. Lass das gefälligst. So. Ich hoffe, ich komme hier auch wieder komplett zurück.
so. Ja, passt. Na gut, dass wir keinen Fallschaden bekommen. So, Wulgrim, wo war er? Hier hinten. Hallo? Tauchst du mal auf? Hallo, Wulgrim. Hallo. Naja, geht doch. Das ist ja auch noch ein Bitten. So, das haben wir nicht. Sonst haben wir aber überall freigeschaltet. Okay, dann gehe ich einfach mal hier hin. Und versuch mal, da irgendwie rüberzukommen. Oh, diese Schlangenlöcher nerven ein bisschen. Warum kann ich mich nicht einfach gleich dahin teleportieren? So. So, von hier konnte man auch noch irgendwo hin. Zumindest, also ich weiß, dass man hier irgendwo hinkommt. Aber ich weiß nicht genau, wo hier der Landeplatz ist. Erkunden wir das später. Erstmal muss ich jetzt. So. Da drüben will ich hin. Au. So, und dann von hier irgendwie muss man doch da in dieses Gebiet kommen, wo ich hin will. Hoffe ich. Oh, da ist noch eine... Warte mal, da kommen wir ran. So. So, das war einfach. Ja, ja, ist ja gut. Lass das. Du springst schon, Krieg. Hier haben wir noch einen Teleporter, aber wir kümmern uns jetzt erstmal nur um die Schwerter. Das ist aber gemein, dass die ausgehen. So. Würgeacker, genau, das ist dieser blöde Friedhof. Und hier haben wir Wulgrims Position nicht. Und warum eigentlich nicht? Die ist hier genau in der Mitte, so wie es aussieht. Na, ich bin ja dämlich. Ja, tatsächlich. Oh nee, bin ich doof. Okay, gut, haben wir das auch freigeschaltet. So, aber... Hier hinten muss irgendwo... Mal ab.
Wo ist es denn? Komm ich hier irgendwie von hier nach oben? Ich habe jetzt keine Lust, mit denen hier ewig zu kämpfen. Was das? So. So. Alles klar. Er ist da oben, muss die irgendwo sein. Gut, dann müssen wir mal gucken, wie wir da rankommen. Kommt schon wieder so einer angeschissen hier. Vielleicht von... Ah, hier scheint es hoch zu gehen. Ah, du wirst... Hier komme ich nicht rum. Doch, komme ich. Aber hier komme ich nicht hoch. Nee, hier komme ich nicht hoch. Oh, da drüben ist auch noch eine Truhe. Wieso sehe ich die nicht? Also die jetzt hier ganz einfach sind, die nehmen wir mit, ne? So. Seelen. So, komm ich... Ach, kann man hier unten lang vielleicht? Ah, das sieht doch nach was aus. Ja, okay, ich muss nicht hoch, ich muss runter, alles klar. So. Unser Schwert ist jetzt auf Maximum, so wie es aussieht. Das ist gut. Fluch, was ist das? Achso. Nehmen wir erstmal die hier mit. So, und hier unten ist die Truhe nicht. Nee. Wo muss ich... Warte mal, wo muss ich denn... Ach, da. Okay. Da müssen wir hin. Ah, man sieht die normalen Truhen in der Schattenwelt nicht. In der Schattenwelt sieht man die anderen Truhen nicht. Ja, das ist interessant. Das ist interessant. So. So, das eine Stück will ich dann noch einsammeln und dann beenden wir die Folge. Über uns noch eine Truhe. So, meine Güte, ist doch jetzt mal gut hier. Oh, das sieht nach Lebenskernen aus. Ja, Lebensstein. Okay. So, und hier oben müssen wir jetzt irgendwo hin noch. Müssen wir dann hier noch hin? Hä? Na okay, gut. Bevor ihr die Folge irgendwelche Überlängen bekommt, beende ich die mal schnell und die Truhe suchen wir dann noch in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.